Fontänen mit dem Smartphone bedienen oder mit der Hand? Hier lässt man sich einiges einfallen, um Kunden zu begeistern. Man erkennt also die Bewegung eines Menschen und kann damit halt über Armbewegungen kann man Fontänen hoch und runter fahren. Man kann die Beleuchtung aus- und einschalten oder wechseln. In den Fontänen steckt eine simple Technologie, die von Gartenpumpen. Die braucht man für das Filtern von Teichanlagen. Damit ist Oase Living Water Weltmarktführer. Jetzt im Herbst laufen die letzten Tests auf dem Firmengelände. Vor dem Frost werden die ersten Pumpen abgeschaltet. An Betriebsferien denkt deshalb niemand. Also in der Produktion ist natürlich Hochbetrieb für die Frühbezüge des neuen Frühjahrs. Und in der Entwicklung haben wir keine Saisonalität, sondern bei uns ist immer Hochsaison. Und entwickeln halt die Produkte für 2016, 2017 heute schon. In Hörstel am Rande des Teutoburger Waldes bauen rund 200 Mitarbeiter die Gartenpumpen zusammen. Noch immer geht dabei vieles per Hand. 80% seines Umsatzes macht das Unternehmen damit. Der Rest sind millionenschwere Fontänenprojekte rund um den Globus. Dabei ergänzen sich beide Bereiche durchaus. Im Prinzip ist es einfach die Frage, wie kann ich vorhandenes Know-how nutzen? Wir verstehen es, sehr energieeffiziente Pumpen zu bauen. Natürlich auch Filter und andere Produkte, die wir im Gartenteich brauchen. Und wir nutzen dieses Know-how eben auch für Großfontänenanlagen, aber auch für den einfachen Springbrunnen bei Ihnen zu Hause in der Fußgängerzone. Es ist einfach eine Frage der Dimensionierung, letztendlich der intelligenten Vernetzung, die natürlich gerade für größere Anlagen hinzukommt. Der größte künstliche Wasserfall in Seoul. In Singapur die tanzenden Kraniche. Jeder 24 Meter hoch. Grelle Farben, Sound und Lichteffekte. Ganz nach asiatischem Geschmack und mit der Technik aus Hörstel. Die Städte konkurrieren in gewisser Weise miteinander. Es gibt dort so viele Millionenstädte, von denen wir noch nie gehört haben. All diese Städte hübschen sich auf. Dazu gehört Investition in Attraktivität der Stadt, Touristenattraktion. Da spielt Wasser insbesondere in Verbindung mit Licht, mit Fontänen einfach eine ganz herausragende Rolle. In Hörstel will man dabei sein, wenn man sich aufhübscht in Asien. Wieder steckt das Team in einem neuen Millionenprojekt. Mehrmals in der Woche Videokonferenzen mit den Mitarbeitern vor Ort. Projektkoordination zwischen Singapur und Hörstel. In der Entwicklungsabteilung Fische. Mit ihnen entwickeln die Ingenieure Pumpentechnik weiter. Auch in stark verschmutztem Wasser müssen die Geräte gut laufen. Dafür werden die Fische besonders oft gefüttert. Die Fische sollen dementsprechend genug Kot abgeben, dass unsere Filter auch wirklich verdrecken und wir die Situation bei Kunden nachstellen können. Dass wir echte Testbedingungen dementsprechend haben. Im Nachbarbecken laufen unterdessen die letzten Tests für eine Kundenpräsentation. Wieder ist es bunt und grell, ganz nach dem Geschmack der Kunden aus Asien. Tja, wie viel Energie solche Wasserspiele wohl verbrauchen? Nächste Woche geht es hier bei uns um die Herausforderungen der Energiewende. Wir sind im windigen Norden Deutschlands unterwegs und treffen dort auf Bürger, die den Ausbau der erneuerbaren Energien jetzt selbst in die Hand nehmen. Zum Beispiel, indem sie sich an dem dringend nötigen Ausbau von Stromtrassen finanziell beteiligen, damit es mit der Windenergie endlich mal vorangeht.